Entwicklung morgen hin zur Sachwert-BAV. Und da muss man im Prinzip ganz klar sagen, die Phase des Ignoriertwerdens, die Phase des Belächeltwerdens, die zwei Phasen sind eigentlich vorbei und sind überstanden. Die Phase des Bekämpfens, die hat noch nie viel gebracht für eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und momentan sind wir ganz massiv in der Phase der Durchsetzung. Ich mache das Ganze seit 21 Jahren. Und wie gesagt, die Resonanz und die Nachfrage von außen war noch nie so hoch in den letzten 21 Jahren wie im letzten Jahr. Ich habe den ersten Teil ja kurz dargestellt, welche Wege überhaupt für die Sachwert-EAV möglich sind. Das ist der Durchführungsweg der pauschaldotierten Unterstützungskasse als der historisch älteste Weg und als zweite Möglichkeit, wo man auch natürlich was machen kann, wo man auch in der Beratung tätig sein kann, die direkt Zusage. Wir haben uns im ersten Teil auch beschäftigt mit dem wirtschaftlichen Umfeld, was aus meiner Sicht uns komplett entgegenkommt von allen Richtungen, von Bankenseite, von Versicherungsseite und von den Bedürfnissen und Anforderungen von Unternehmensseite. Das ist das System, wie schon ganz einfach klassisch arbeitgeberfinanziert funktioniert hat. Arbeitnehmerfinanziert, und das ist eigentlich der Weg, dass wir immer mehr einen Wandel haben vom arbeitgeberfinanzierten zum arbeitnehmerfinanzierten System und natürlich das arbeitnehmerfinanzierte System, der Schlüssel ist zu noch mehr Liquidität und auch Kapitalanlagemöglichkeit und betriebswirtschaftlicher Gestaltung. Statt dass der Mitarbeiter jetzt 100 Euro Gehaltserhöhung kriegt oder 80, bekommt er bestimmte Zusagen. Hochinteressant. Auch betriebswirtschaftlich natürlich wichtig, weil kaum ist wieder Finanzkrise oder wir gehen ja von Krise zu Krise, kaum ist wieder Finanzkrise ein bisschen abgeflacht oder bekommt einen neuen Namen und die Wirtschaft zieht ein bisschen an, dann wollen die Mitarbeiter Gehaltserhöhungen, Lohnerhöhungen. Aber gerade dann, wenn das Geschäft anzieht und wenn es wieder zum Laufen beginnt, ist am wenigsten Geld dabei. Ich muss mein Vorratsvermögen, muss alles vorfinanzieren, muss meine Forderungen vorfinanzieren. Das heißt, da ist liquiditätsmäßig die schwierigste Zeit. Dadurch, dass der jetzt auf 40, 45 Euro verzichtet hat, bei Entgeltumwandlung ist das Gleiche. Also, ob jetzt das sagt, BAV statt Gehaltserhöhung oder Entgeltumwandlung, ist immer das Gleiche. Dann ist das einfach ein Effekt, der gigantisch ist. Und wenn ich sage, ich gebe da noch das Arbeitgeberfinanziertes obendrauf, dann ist der Hebel und die Mitarbeiterbindung noch größer.